Die Angeklagten auf dem Weg ins Gericht. In Neu-Delhi sind heute vier Männer schuldig gesprochen worden. Im Dezember vergangenen Jahres eine 23-Jährige in diesem Bus über mehrere Stunden brutal misshandelt und vergewaltigt zu haben. Die Studentin starb zwei Wochen später an ihren Verletzungen. Die Verteidiger beteuerten vor dem Schuldspruch die Unschuld ihrer Mandanten. Mein Mandant war zur Tatzeit in einem Park und hat sich dort eine Musikvorführung angesehen. Er war dort von 8 bis 11 Uhr abends. Es gibt eine Videoaufnahme davon in seinem Handy. Das Strafmaß soll am Mittwoch verkündet werden. Die Eltern des Opfers forderten vom Richter ein hartes Urteil. Die Täter sollten die Todesstrafe bekommen, damit eine deutliche Botschaft an alle herausgeht und damit es niemand mehr wagt, solch ein barbarisches Verbrechen zu begehen. Nach der brutalen Vergewaltigung waren in Indien im Dezember tausende Menschen auf die Straße gegangen. Der einzige Jugendliche unter den Beschuldigten war bereits zu 3 Jahren Arrest verurteilt worden. Ein 6. mutmaßlicher Täter wurde erhängt in seiner Zelle gefunden.